Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt eine gemeinsame Fragerunde machen, wenn wir heute schon zwei Fachleute da haben, einmal aus der Politik und einmal aus der Bahnbranche. Deswegen möchte ich Sie einfach bitten um Handzeichen, dass Sie dann auswählen, an wen Sie die Frage richten oder ob Sie an beide richten und ob Sie ein Mikrofon brauchen. Und dann würde ich Sie beide nochmal auf die Bühne bitten. Hier vorne rechts. Hallo. Es hat ja der Ulrich Mack, der Prälat der Landeskirche Baden-Württemberg, der evangelischen Kirche, ein Gebet für Stuttgart geschrieben. Und das möchte ich jetzt einfach gerne mal ganz kurz vorlesen, das ist nicht lang, weil es auch um diesen 30. September kurz ging und dieser Eskalation der Gewalt, wo man jetzt nicht Entschuldigen sucht, ich möchte mich da jetzt nicht festlegen. Gib den politisch Verantwortlichen in den Parlamenten, im Rathaus, in der Landesregierung und bei der Bahn nun die Weisheit, gute Entscheidungen zu treffen. Gib ihnen Mut, Weitsicht und Ehrlichkeit. Wir bitten dich für alle Demonstrierenden um Besonnenheit, um den Willen, Gewalt zu vermeiden und die Bereitschaft, aufeinander zu hören. Diese Bereitschaft, aufeinander zu hören, das ist eigentlich mein Punkt, warum ich hier bin. Ich habe mir mehrere Veranstaltungen gegönnt von beiden Seiten. Ich habe von der SSB den Herrn Arnold in Untertürkheim gehört und ich habe in Leinfelden von dem Verkehrswissenschaftlichen Institut Fiek und Rössler, den Herrn Dr. Rössler, gehört. Beide haben sehr gute Referate gehalten, beide haben ihre Position sehr gut vertreten und sehr viel Beifall gekriegt auf ihren Veranstaltungen, weil die Veranstaltungen immer gut sortiert waren, so wie das hier jetzt auch zum großen Teil ist. Ich habe dann den Herrn Arnold damals gefragt, warum es nicht möglich ist, dass beide Experten gleichzeitig auftreten, damit der Bürger die Chance hat, beide Expertenmeinungen miteinander am selben Ort vergleichen zu können. Er hat mir das damals bejaht und hat gesagt, das ist eigentlich ein Missstand, dass es dazu nicht kommt. Jetzt haben wir nach diesem schrecklichen Donnerstag die Situation, dass Herr Geißler um Hilfe gerufen wurde auf Vorschlag der Grünen. Und obwohl viele in der CDU den Herrn Geißler nicht so ganz toll finden, weil er bei Attac eingetreten ist, ist jetzt Herr Geißler Vermittler und schafft genau diese Situation, die man eigentlich vorher schon gebraucht hätte, nämlich dass Experten nebeneinander auftreten können. Und die Wahrheit so auf den Tisch kommt, dass es fair ist. Jetzt kommt eine Frage, das war der Vorschlag. Ich wollte den Herrn Bachhofer einfach nur fragen, ob er diese Friedenszeit bis Ende November begrüßt. Was ist Friedenszeit? Wenn Friedenszeit die Bereitschaft auf beiden Seiten ist, miteinander zu reden, getroffene Entscheidungen dem Grunde nach zu respektieren, das sind keine Entscheidungen gewesen, sondern sorgfältig überlegte Entscheidungen, wenn man respektiert, dass dahinter ein gewaltiges Milliardenrisiko steckt, und wenn, vor diesem Hintergrund bin ich jederzeit bereit, einen Dialog, der diesen Zeitraum in Anspruch nimmt, auch zu akzeptieren. Ich höre jeden Tag und jedem Argument zu. Ja, ich versuche mal ohne Mikrofon, oder geben Sie mir vielleicht so. Und zwar ist es, glaube ich, ganz gut, nach den Hintergründen des Projekts zu fragen, was vorher von Herrn Christiani schon mal angesprochen worden ist. Was ist eigentlich der Anlass zu diesem Projekt gewesen, Anfang der 90er Jahre? Und da ist nach meinem Informationsstand es so gewesen, dass die Bundesbahn in einer ganzen Reihe von Städten Projekte mit 21 geplant hat, und zwar im Wesentlichen, dass dort jeweils die Gleisflächen verkauft und die Strecken unter die Erde gelegt werden sollten. Also in einer ganzen Reihe von Städten, zum Beispiel Frankfurt und München, da gab es auch solche Projekte. Und aus diesen anderen Projekten ist nichts geworden. In Stuttgart wird es realisiert. Könnte es nicht sein, dass das erste Interesse der Bahn gewesen ist, diese zentrumsnahen Grundstücke teuer zu verkaufen,
um zunächst mal selbst einen gewissen Gewinn zu machen und das dafür, wenn diese Vorentscheidung getroffen ist, dann muss natürlich, da müssen die Strecken unter die Erde, da muss der Bahnhof unter die Erde. Es ist ja so, dass das zur Folge hat, dass man nur in einer bestimmten Weise planen konnte. Und dann wird sofort, ich frage nach dem Grund, nach dem Ansatz für dieses ganze Projekt. Denn es wird oft vorgewandt, seid ihr denn gescheiter als die Leute, die Fachleute bei der Bahn? Das sind sie nicht, das sind qualifizierte Fachleute, wirklich, die haben einen guten Job gemacht. Nur, wenn die Vorentscheidung so getroffen ist, der Bahnhof kommt unter die Erde und die Strecken kommen in den Tunnel, dann können die gar nicht besser planen, als es jetzt geschehen ist. Danke. Also ich denke, man muss die Dinge herumdrehen. Man hat eine optimale verkehrstechnische Lösung gesucht und nur diese mit den Tunneln, mit den freien Durchbindungen erlaubt es überhaupt, dieses Projekt zu verwirklichen, wenn man so will, eine Art Nebenprodukt, das nur einen winzigen Bruchteil der Kosten refinanziert, ist die Gewinnung der oberirdischen Fläche und nicht die Suche nach einem Bauplatz mit dem Erlösbau oder schon 21. Also wenn Sie die Zahlenrelationen, nein, ich habe die Frage ernsthaft verstanden. Wenn Sie die Zahlenrelationen nehmen, werden Sie feststellen, dass der Erlös aus den Bahnflächen, übrigens bei Spektrum von der Stadt Stuttgart, in hohem Maße von der Stadt Stuttgart vorfinanziert. Die haben die Flächen im Vorfeld gekauft. Aber ganz sicherlich nicht, um 4 Milliarden zu finanzieren. Ich traue mir nicht zu rechnen, ob das betriebswirtschaftlich sinnvoll ist. Aber ein Unternehmen wie die Bahn muss natürlich sein Netz im Gesamten sehen. Und dann bin ich persönlich überzeugt davon, dass der Prozess, den wir für die Zukunft dringend brauchen, dass wir stärker auf die Schiene gehen, durch dieses Projekt positiv begünstigt wird. Dann nenne ich Ihnen ein anderes Beispiel. Gehen Sie nach Wien. Genau die gleiche Situation. Nur dort etwas günstiger, weil diese komplizierten Tunnels, die bei uns topografisch bedingt so teuer sind, dort steht, nach meinen Informationen, eine große öffentliche Meinung voll hinter dem Projekt, den dortigen internationalen Kreuzungsbahnhof unter die Erde zu legen. Also auch dort, vergleichbare Situationen, hat man in der Güterabwägung sich für eine solche Lösung entschieden. Ich möchte hier noch ein paar Worte sagen, was Stuttgart gemacht hat. Stuttgart hat das Land gekauft, das ganze Gleisfläche. Schätzen Sie mal, was für Quadratmeterpreise bezahlt wurden. Ganze 360 D-Mark bezahlt worden. Das ist also ein Geschenk. Fragen Sie mal, was hier die Grundstücke kosten. Können Sie sagen, wer Sie sind? Bitte? Wer Sie sind? Mein Name ist Dieter Almes. Ja? In welcher Funktion sprechen Sie? Bitte? In welcher Funktion? In meiner freien Entscheidung, hier als Bürger zu sein. Ja, ich bin ja auch eingeladen worden, genauso wie Sie auch, denke ich. Ja? So. Noch etwas hinzufügen. Es gibt viele Leute, die zweifeln und sich das ganze Projekt nicht vorstellen können. Ich weiß, dass es ein sehr kompliziertes Projekt ist. Ich kann Sie nur einladen, sich die Ausstellung im Turm Stuttgart anzuschauen. Das ist eine ganz fantastische Ausstellung. Die ist hauptsächlich in der Ebene 5, 6 und 7 zu sehen. Und wer sich bautechnisch interessiert dafür, kann auch die Ebene 3 anschauen. Ich kann es nur empfehlen. Sie können dort Führung machen. Am Samstag und Sonntag kostet die Führung 3 Euro. Sie können auch Privatführung machen. Wenn Sie interessiert sind, ich könnte auch gerne privat für Sie das machen. Kostenlos selbstverständlich. Ja, weil ich dort engagiert bin. Und da sollten wir, glaube ich, uns erstmal sachkundig machen. Und dann können wir uns eine eigene sachkundige Meinung bilden. Und dazu empfehle ich. Ich habe festgestellt, dass viele Leute dagegen sind. Und wenn man dann fragt, warum, keine klare Antwort kommt. Sie wissen es gar nicht. Und wenn Sie was sagen, dann stimmt teilweise gar nicht. Sie auf falsche Informationen aufgenommen. Und das, denke ich, sollen wir als Bürger doch abändern und sollten es erstmal sachkundig machen. Und dann können wir darüber reden. Dankeschön. Ja, mein Name ist Roland Tolbe, ich bin ganz gewählter Bürger aus Neckar-Thalfingen und wie man sieht, höher als 21. Und ich habe in einer früheren Diskussion im Fernsehen mal gehört, dass einer gesagt hat,
was hätte denn immer mit der Bratislava? Wer muss denn schon nach Bratislava? Ergibt sich zufällig, dass ich letzte Woche im Verdonnerschifffahrt in Bratislava war. Und doch folgendes erfahren halt. In Bratislava war früher die größte Rüstungsindustrie des ganzen Ostblocks. Das wurde alles platt gemacht und dort sind riesige Berge entstanden von europäischen und deutschen Unternehmen. Das heißt, da müssen also viele Manager und viele Leute tatsächlich möglichst schnell nach Bratislava. Und das wollte ich jetzt einfach kurz darstellen. Übrigens war ja in Wien, haben wir das auch erguckt, und die Wiener hinweg schrie Oberbläder. Und in der gewaltigen Hände schrie Oberbläder in der Umgehungsstraße. Und die Bayern noch nicht, und die Oberenzinger an der Geisel schreien auch nicht Oberbläder in der Straße. Also, auf jeden Fall, S21 muss vormachen, aber der Ministerpräsident am Sonntag klipp und klar gesagt, aus der Halbleitung der Flugzeugtaube. Der Herr. Ja, guten Abend, mein Name ist Ulrich Kübler, ich bin aus Kirnheim gekommen. Ich habe jetzt präzise Frage, aber ich bin jetzt auch etwas zu spät gekommen. Also entschuldige, jetzt ist die Frage vorher schon beantwortet worden. Die ganze Diskussion oder diese Eskalation, dass doch wohl ein Gutachter besteht, das vermutet wurde, dass man über Dicke gehalten wurde, dass eben die Kapazitäten auf den neuen Strecken nicht ausreichen. Also das ist ja das, was man in der Presse immer vernimmt und das, was ich in Diskussionen immer höre. Und das wurde ja immer auch unterschwellig in viele Zeitungsberichte. Auf das setzen ja die S21-Gegner jetzt bei den Schlichtungsgesprächen, dass dort jetzt mal alles an den Tag kommt, dass da praktisch gebaut wird und die Kapazitäten nachher nicht größer sind wie vorher. Das würde mich mal von den Fachleuten interessieren, was ich da kann. Herzlichen Dank. Ja, was Sie ansprechen, ist das sogenannte SMA-Gutachten. Die SMA ist eine Ingenieurin aus der Schweiz. Die Firma wurde von der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, das ist quasi die Firma, die landeseigene Firma, die ganzen Regionalexpresslinien bei der Bahn bestellt, drei Löwentakt und sowas, ist von denen. Die haben bei der Firma SMA Gutachten in Auftrag gegeben, oder nicht ein Gutachter, sondern eine gutachterliche Begleitung. Eine Untersuchung, wo sie sagen wir, die verschiedenen Linienführungen, das ist ja, was, sagen wir, es gibt eine Linienführung, wie die ganzen Durchmesserlinien, die ich vorhin gesprochen habe, wie die verknüpft werden sollen, wie das alles laufen soll. Und üblicherweise bei so einem großen Projekt mache ich natürlich dann irgendwann mir dann konkretere Überlegungen und überlege, wie ich das Ganze leistungsfähigkeitsmäßig mit dem Fahrplan, wie die ganzen Vertaktungen am besten dann einmischen nehme. Und da gab es, das war eine Untersuchung, die läuft nach wie vor. Und aus irgendwelchen Wegen, man weiß nicht wie, ist ein Zwischenpapier, eine Zwischenpräsentation, die 2 bis 3 Jahre alt war, den Medien zugespielt worden, ohne Kommentar. Also es war sozusagen einfach nur eine Präsentation. Ich weiß nicht, wenn Sie selber schon mal eine PowerPoint gemacht hat zu einem Vortrag, also ich gebe immer ungern einfach nur eine PowerPoint weiter, weil dann irgendwo das dabei steht, was ich auch selber mündlich dazu gesagt habe. Es ist immer kritisch, wenn Sie sich einfach nur eine PowerPoint hernehmen. Und gut, das wurde veröffentlicht und dann, da wurden zum damaligen Zeitpunkt festgestellt, dass es gewisse Engstellen gibt. Das war auch immer schon bekannt, dass die Wendlinger Kurve, dass die Rohrkurve und die eingleisige Einschleusung am Flughafen, war unter Experten immer schon die Diskussion, dass es kritische Engstellen sind. Aber alle, und das ist das Wichtige dabei, alle diese Engstellen haben alle die Option, sie zweigleisig auszubauen.